Ich mag meine eigene Stimme nicht. Du, ich mag meine Stimme auch nicht. Bei mir hat es, glaube ich, ein paar andere Gründe als bei dir. Ja. Ich bin jetzt also krank. Was habe ich schon noch zu verlieren? Ja. Ende des Monats löse ich eh meinen aktuellen Azubi-Vertrag auf, also ich bin halt leider echt krank. Ja. Ich kann nicht rotzend und kotzend neben einem Laser stehen. Nö. Ach, gib mir mal eine Sekunde, ich glaube meine Schwester. Okay. Na, unterhalt du mal. Ja, ich unterhalte gleich beide Streams. So, jetzt bin ich alleine für mich und... Nein, bist du nicht. Ich bin auch da. Ah, hallo Jaco. Hallo. Willkommen zurück. ME habe ich gerade mitbekommen, die ist abgehauen. Ja, Tina Telefon. Ah, Tina Telefon. TT. TT. Hui. Wir haben die Fläche bald. Inzwischen habe ich sogar ein Bild im Kopf. Oder ein Kopf im Bild. Ja, ich fühle mich hier vielleicht ein bisschen eingeengt. Habe ich kein Dach mehr drauf bekommen. Nix da, Ivo. Ach, ich bin da wie die alten Pharaonen. Wenn es sich anbietet, begrabe ich meine Bau. Besseres Wort für Sklave. Meine Arbeiter auch mit mir. Oder unter mir. Gott, das wird toll, das Lager. Es wird halt komplett anders als unser Lager.
Tina hat schon. Was ist Ei? Nein, ich bin gerade angepisst. Ich friere mir seit neuestem einen ab in meinem motherfucking Schlafzimmer. Wunder mich, warum es da drin zieht wie Hechtsuppe. Und ja, wieso? Hast du einen Grund gefunden. Wir haben bei uns recht große Dachfenster und ich laufe da gerade so entlang. Denke mir so, ah, jetzt zieht es ein bisschen. So drei Stück nebeneinander, guck an. Also, das stimmt doch was nicht. Irgendwas hat mich an dem Bild gestört. So, jetzt war eines der Dachfenster nicht zu. Ah. Mhm. Und das kann nur eine meiner lieben Schwestern gewesen sein. So, darf ich neugierig sein? Ja. Was sagen eigentlich deine Schwestern dazu, dass sie jetzt auf einmal eine Schwester kriegen? Die wissen das noch nicht so ganz gut. Ach so. Einmal Tina Arsch anhüpfen. Hui! Arsch, da sitzt ein Blick hier unten so komisch. So, das bin ja ich. Ah, Jaco. Ja. Du bist schon toll. Danke, Iro. Ich mag dich auch. Ich mag euch alle. It's raining, Jaco. Halleluja, it's raining, Jaco. Oh je. Da muss ich aber ganz dringend los. Oh ja. Also ich glaube, wenn einem so ein Kölner auf den Kopf regnet, das tut weh. Bitte mach das so nie wieder in diesem Kontext. Oh ja. Was? Oh ja. Oh! Nein! Das kam gerade echt seltsam rüber. Oh, sogar der Steffen ist da in Mystinaris Chat. Ja. Er schaut öfters während der Arbeit vorbei. Moin Steffen. Hi Steffen. Was hat denn Tina für schöne Bettwäsche? Muss ich sie nachher mal fragen. Der Hero, daran erinnerst du mich. Zeig mal. Hm? Ah, so ähnliche habe ich auch. Eine Info an den Stream sollte ich eines Tages nicht mehr auftauchen. Einfach herausfinden, wo unser lieber Herr Eroini wohnt. Da bin ich dann vermutlich. Iro, wie gut ist dein Internet? Na, ich habe momentan noch 100.000er. Sehr stabil. Ah, wie weit bist du noch mal weg? So weit. Ich bin in 5 Stunden da. Ich bring meinen Rechner mit. Okay. Ich war ein Witz, aber... Oh, ich würde eine schnelle Internetleitung aktuell töten, dann könnte ich wieder auch gescheit streamen. Also die gescheite Internetleitung hättest du hier. Weil irgendwann möchte ich auch mal über die Möchtegern-Creatorin hinauskommen. Hab's ja schon geschafft, Affiliate zu werden, oder? Man kann so Affiliate sein, wie man will, wenn sein scheiß Internetanbieter Probleme mit dem Netz hat. Ich wollte gerade sagen, Abby, jetzt beschwer dich nicht, ich hab dir letztes Mal schon was dazu gesagt. Mich pisst halt wirklich mein Internetanbieter an. Das ist das Problem. Ich zahle Geld für etwas, was ich nicht nutzen kann. Und das ist nicht wenig. Ich zahle gute 50 Euro im Monat dafür. Was hat die gesagt? Innerhalb von einem Jahr? Das musst du mitrechnen. Ja, ja. Ja. Das ist eine tolle Aussage. Das ist so eine tolle Aussage. Das ist so eine Aussage. Ja, wir haben gerade so viel zu tun, wir wissen nicht, wann wir uns um sie kümmern können. Das steckt da safe dahinter. Iro, ein Block bitte, ein Block bitte, ein Block bitte. Danke. Weil Glasfaser ist eigentlich recht leicht zu warten. Steffen, wenn ich was anderes sage, widersprich mir, aber du kannst in einem Glasfaserkabel recht leicht einen Fehler orten. Ja, aber du musst die Straße aufhauen, um es dann zu beheben.
Die haben hier in einer Woche die komplette Straße auf. Die haben hier in einer Woche mal schon 3 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und die Straße sah danach aus wie neu. Ja, das Problem an der Sache ist, sowas musst du bei der Stadt beantragen. Und allein die Beantragung und Bearbeitung und Ausführung. Das dauert schon mal ein halbes Jahr, bis so ein Antrag durch ist. Ja, und dann kommt dann nochmal dazu, das Plus-Minus-Problembehebung, weil sie dann auch irgendeine Scheiße gemacht haben beim Verlegen des Kabels. Ja. Ich weiß ja jetzt inzwischen mehr. Inzwischen sind sie sich sicher, dass es auf einen Fehler vom Hersteller zurückzuführen ist, weil der Fehler... So viel konnten sie mir sagen, wenn ein Fehler vorhanden ist, ist er nicht in der Schweißstelle, sondern im Kabel selber. Joho. Das heißt, sie müssen wirklich die komplette Strecke aufbuddeln. Oho. Ach, toll. Weil die Splicer sind inzwischen recht zuverlässig. Das sind diese Geräte, womit du die Kabel miteinander verbindest und eins rausmachst. Ja, Emmy, bin ich doof. Aber viele wissen das nicht. Na gut, für den Stream. Ah, aber wenn ich dann Emmy endlich gefangen habe, dann gründe ich hier eine Streaming-Familie. Warum habe ich gerade ein Bild von dir im Kopf, wie du mit einem Pokéball vor mir stehst? Ja. Danke, das habe ich gerade auch gehabt. Pokéball, Flieg und Sieg! Ja, und das Tolle ist... Grundstein, aber ich, bei Iro würde ich das gerade noch zutrauen, dass er vor mir steht mit den Worten Pokéball, Flieg und Sieg! Und dann adoptieren wir auch noch den kleinen Chinesen mit dem Namen Günther. Was? Ja, Günther Weiß. Günther Weiß. Wer ist denn Günther Weiß? Das ist euer Adoptivsohn. Ja, genau. Keine Kinder haben. Wenn er erwachsen ist und schon einen Job hat, von mir aus. Ja, von mir aus. Ich möchte einfach nur, dass er da steht und sagt: Blöde Kuh, Tina hat Essen. Ich bin Günther Weiß. Günther. Ah, die blöde Blotte esse und ich nicht. Ich hab Hunger, ich merke sie, ich werde wieder pissig. Ich kann sie mich noch nicht hören. Oder hat sie Lautsprecher? Nein, doch, hat sie. Die hat Lautsprecher. Sie hat sich aber komplett gemutet. Ach so. Ah, und statt Vatel soll er mich Meisterl nennen. Das ist so knuffig. Ich möchte die Meisterlin sein. Meisterlin. Ist es jetzt eigentlich schon zu spät, um auszusteigen? Ja. Ja, von was willst du aussteigen? Gerade aus dem Teamspeak raus. Für das Let's Play raus. Und wenn wir dann den Chinesen haben, möchte ich noch einen Schwarzen. Boah, das ist ein bisschen rassistisch. Nein, aber überleg doch mal. Ein Schwarzer mit dem Nachnamen Weiß. Oh, Junge, das ist richtig. Oh. Ey, überleg mal. Für dich, dass das jetzt gerade niemand kippt. Nee, überleg doch mal. Der geht jetzt irgendwie so zum Arbeitsamt. Da sitzen 5 Männer in einer Reihe. Er der einzige wirklich Pechschwarze. Und der Typ vom Arbeitsamt ruft da, Herr Weiß. Ich nenne solche Menschen liebevoll Immigrationsopfer. Es gibt ja auch zum Beispiel ein dunkelhäutiges Kind, das heißt Angela Merkel mit Vornamen. Ja, ich weiß. Nee, aber überleg mal. Der Arbeitsamt-Typ steht dann da und ruft, Herr Weiß, bitte rein. Und dann steht halt der Dunkelhäutige auf. Ich möchte den Blick von dem Arbeitsamt-Typen dann sehen. Es gibt auch einen Komiker, der heißt Mohabe. Die haben, als er damals, der ist ganz normal eingereist in Deutschland, nicht als Flüchtling oder so, und als der an der Grenze stand, die haben ihn angeguckt, weil sie dachten, das wäre ein Fehler in seinem Ausweis, weil sein Vorname ist exakt sein Nachname. Ja, das ist auch cool. Genau wie Mario. Oh, mein ehemaliger Geschichtslehrer hat seinen Sohn Werner genannt. Er ich heißt mit... die weiße Meile aufmachen. Ja. Er heißt mit Nachnamen Werner. Das fand ich auch, das Werner fand ich Wettersen. Werner. Das fand ich auch zum Schießen als Schüler. Heutzutage denke ich mir, oh, das arme Kind. Dann gibt's ja noch AKK. Annegret Kramp-Knarrenklauer. Karrenbauer, nicht Knarren. Momentan ist sie Verteidigungsministerin, daher Knarrenklauer. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich mich als Verteidigungsministerin bewerben soll, weil irgendwie Fähigkeiten brauchst du dafür. Nein. Erfahrung,
mit Waffen oder so. Ich glaube, die würden auch eine Pazifistin wie mich dafür einstellen. Ja, ja. Auch sie haben schon mal in einem Computerspiel eine Waffe in der Hand gehabt. Sie sind bestens für den Job geeignet. Kriegstaktiken etc. Das überlassen sie ihren Beratern. Das wird dann wieder anders ausgelegt. Oh, sie sind eine potenzielle Bedrohung für die Menschheit. Ja. Ich weiß noch, wir sind mal nach Kuba geflogen. So, schönes fertig. Land. Man merkt den Kommunismus, wenn man Nebensaison reist, merkt man den Kommunismus ein bisschen. Das hat man daran gemerkt, dass dem Hotel einfach manchmal Sachen ausgegangen sind, wie Getränke und so weiter. Die hatten zwar überall Spendeanlagen, aber haben teilweise einfach Flaschen hinstellen müssen. Emmy, kurz Luft anhalten.